Welches Geheimnis, dass es eine Gefahr gibt, vor der wir aufpassen müssen? Dass wir die Kaiserfamilie vielleicht illegal ist, dass vermutlich die Priesterkaiser Ketzer sind, dass seit Jahrhunderten die Priorskirche unterwandert ist und dass vermutlich ein Großteil ihrer Hochgeweihten illegitime Ketzer sind. Ich denke, das will er verheimlichen. Ja, das ist ja erstmal eine haltlose Behauptung. Also wir wissen von den Priesterkaisern, aber über die restlichen Leute können wir überhaupt keine Aussage treffen. Da fehlt uns jeglicher Beleg. Ja. Also erstmal wissen wir, dass auf jeden Fall jeder Hochgeweihte, der hier schon mal gesprochen hat, von diesem Loch entweder wusste oder von jemandem so gut belogen wurde, dass ein Hochgeweihter des Praios es nicht bemerkt. Und wenn ihr mir glauben machen wollt, dass man die Hochgeweihten des Praios, der Gott des Wahrheits, belügen kann, dann müsst ihr wirklich talentiert sein. Wirklich talentiert. Also, wie gesagt, wir wissen nicht, auf welche Art und Weise dieses Loch erklärt wurde in der Tempelgeschichte. Ja, also, aber wenn die Leute, die denen jemanden angelogen haben, habt ihr schon mal versucht, einen Praios-Geweihten anzulügen? Naja, wenn man denen nur ein Buch hingibt mit einer Geschichte. Wir sind auch davon ausgegangen, dass die 8 Märtyrer auch ganz lieb und nette Leute waren. Das ist richtig, aber das ist ein halb Meter großes Loch. Das ist nicht. Wir sind auch davon ausgegangen, dass es in der Stadt keine riesigen Kult gab, der überall geheime Stätten hat. Na gut, das klingt auch erstmal ziemlich unwahrscheinlich, wenn man das einfach mal so behauptet. Wir sind auch davon ausgegangen, dass die ganzen Statuen, die hier offen rumstehen, ganz normale Statuen sind. Ich möchte auf den Punkt zurückkommen. Wir können es uns nicht leisten, dass auch der Leistungsverdacht am Kaiserhaus oder am Praios-Glauben sich breit macht. Das ist natürlich richtig. Also können wir nur eins tun: Das Geheimnis behalten für uns, diesen Tempel zum Einsturz bringen und alles, was darunter liegt. Nachdem wir das Wissen mit der Hesindekirche geteilt haben. Ich würde es mit niemandem teilen. Wir müssen es teilen, ansonsten wären wir nicht viel besser als unsere Feinde. Was, wenn uns etwas passieren sollte? Zumindest vertrauenswürdige Leute müssen darüber Bescheid wissen, damit nicht wieder eine Gefahr von hier ausgehen soll. Was, wenn irgendwer versucht, das hier wieder aufzubauen oder irgendwie auf eine Art und Weise von diesen dämonischen Artefakten Gebrauch zu machen? Was ist, wenn wir in der nächsten Schlacht gegen die Dämonen fallen? Was ist, wenn unsere Feinde davon erfahren, dass wir hiervon wissen und nur wir? Genau deswegen würde ich ja gerne ein Schreiben anlegen, in dem wir unsere Entdeckung darlegen. Aber wir können es uns momentan nicht leisten, dass es jetzt zu einem Zweifel am Kaiserhaus oder an der Praios-Kirche kommt. Egal von wem. Deswegen würde ich gerne dieses Schreiben der Hesindekirche übergeben, mit der Bitte, es erst in 3 Jahren zu lesen. Die Information ist weitergegeben, die Information ist sicher. Aber wir verlegen eventuelle, was auch immer daraus wird. Wir geben dem Kult 3 Jahre Zeit, sich wieder zu verstecken und wieder zu etablieren. Ja, tun wir. Und sich zu stärken. Ja. Während Gareth am Boden ist und wieder aufgebaut werden muss, während die Priesterschaft schwach ist und sich nicht wehren kann. Ja, weil wir sonst... Weil wir sonst einen Aufstand an der Hand haben, den wir nicht niederschlagen können. Aber so riskieren wir, dass jeder Geweihte, der noch lebt, in Gefahr ist. In Lebensgefahr ist. Und ausgelöscht werden könnte. Ja. Nicht nur jeder Geweihte, jeder Rechtgläubige. Wir riskieren aber sonst den Untergang des Mittelreiches. Und wenn der Hesindekirche Geweihte. Das riskieren wir auch, wenn wir es verschweigen. Lass mich einfach mal folgenden Beispiel darlegen. Der Hesindegeweihte macht das, was wir hier unten entdecken, öffentlich. Was denkt ihr, was passiert? Was denkt ihr, was passiert, wenn auch nur der leiseste Verdacht besteht, dass das Kaiserhaus illegitim ist? Warum sollte er so etwas öffentlich machen? Das wisst ihr nicht. Ihr lasst euch auf eine Einschätzung von einem Hesindegeweihten ein, den ihr nicht einschätzen könnt. Wenn er das öffentlich macht, sind wir am Arsch. Vielleicht sollten wir uns eine Empfehlung vom Erzpräter geben lassen. Also wer seine verschwiegensten Leute sind. Ja, aber das Problem ist,
was auch immer dieser Hesinde-Geweihte entscheidet, entscheidet das Schicksal des Mittelreichs. Ich bin mir sicher, dass die Göttin der Weisheit den richtigen Grab geben wird, gerade einem ihrer Geweihten. Ja, dann legen wir es in seine Hände. Ich kann euch nicht vom Gegenteil überzeugen. Wenn ihr den unbedingt wollt, kann ich das nicht verhindern. Woher wollt ihr wissen, dass dieser Hesinde-Geweihte, genauso wie der Rondra-Geweihte, nicht ebenfalls in diesen Kult verstrickt ist? Wenn wir jetzt wirklich jeden anzweifeln, dann können wir genauso gut gleich die gesamte Stadt niederbrennen. Nein, ich sage dann nur, gibt es hier nichts zu retten. Wenn wir wirklich jeden einzelnen verdächtigen, ein Paktierer zu sein, dann können wir gleich aufgeben. Ich sage nur, dass dieses Geheimnis diesen Raum nicht verlassen darf. Das war meine Empfehlung von Anfang an. Und ich sage, wir vier alleine dürfen dieses Geheimnis nicht halten. Ja, ihr wollt meinen Vorschlag nicht annehmen, das ist in Ordnung. Dann machen wir euren Vorschlag. Ich sage euch nur vorher, wenn der Sinngeweihte unsere Meinung nicht teilt, steht ihr danach vor folgendem Dilemma. Entweder ihr tötet einen Sinngeweihten oder das Mittelreich fällt. Ganz einfach. Und ich würde mich gerne diesem Dilemma nicht aussetzen. Ihr wollt das, dann machen wir das. Ganz einfach. Ich kann euch eh nicht davon abhalten. Und ihr lasst euch nicht überzeugen. Und Abelmi hat recht. Wenn das rauskommt, werden die uns hängen. Dann vernichtet die Tafel. Wieso? Das macht doch gar keinen Unterschied. Das ist die Information, über die wir hier die ganze Zeit diskutieren. Dieser eine Name auf dieser Tafel. Dass dieser Raum existiert, dass der Kult existiert, das ist wichtig, dass es ins Licht kommt, dass wir davor gewappnet sind, dass es Leute gibt, die uns schaden wollen. Wenn das Einzige, was euch davon abhält, das Richtige zu tun, dieser eine Name ist, dann zerstört die Tafel. Wenn nur es geht nicht weiter verraten. Es geht doch nicht nur um das Mittelreich, es geht auch um die Preiskirche. Wenn der leise Verdacht drauf kommt, ist die Preiskirche vollkommen zerstört. Niemand wird einem Preisgebet mehr trauen. Wenn es so weitergeht, traut vielleicht niemand einem Hesinde-Geweihten oder einem Raya-Geweihten. Niemand vertraut einem Geweihten der Zwölfer mehr. Tja, es hat ja anscheinend schon angefangen. Ja, aber wenn wir es nicht sind, die Wahrheit erzählen, wir es nicht sind, die so erzählen, wie es ist, dass es Kultisten gibt, die alles versuchen zu unterlaufen, dann gibt es Kultisten, die genau das andere erzählen, dass die Götter falsch sind, dass die Götter es sind, die Menschen strafen und dass es nur einen Gott gibt, angeblich, der sie alle in die Rettung schicken kann. Genau das, was jetzt aktuell passiert in dieser Stadt. Ja. Wir können euch nicht überzeugen, wir können euch nicht davon abhalten. Ja, eure Einstimmung nicht zustimmen, aber... Ich kann euch nur sagen, dass wir vor dem Problem stehen werden. Umso mehr Leute von diesem Wissen erfahren, umso gefährlicher wird's. Das ist ganz einfach. Nicht nur unbedingt fürs Mittelreich, sondern vermutlich auch für jeden Mitwisser. Denn ich glaube, dieser Kult wird zumindest merken, dass wir das hier vernichtet haben. Und er wird das nicht gutheißen. Und ein Kult, der sowohl Praios-Geweihte wie auch Rondra-Geweihte bei sich trägt, wird auch vermutlich den einen oder anderen Attentäter uns hinterher schicken. Und ja, deswegen ist es noch besser, wenn ja, aber wenn ihr tatsächlich ein Hesinde-Geweihten hier einweiht und der trifft die Entscheidung, das ist geheimes Wissen, wird er es nie weitertragen. Das Einzige, was ihr tut, ist einen Hesinde-Geweihten zum Tode verurteilen. Aber wenn ihr der Meinung seid, dass das hier kein geheimes Wissen ist, wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass wir das hier teilen sollten, dann holen wir den Hesinde-Geweihten. Was machen wir mit den Kettengliedern und der Kugel? Vernichten. Einschmelzen, ja. Oh. Also, wenn ihr glaubt, wir sollten das hier teilen, dann holen wir jetzt den Hesinde-Geweihten. Wenn ihr glaubt, dass es hier geheimes Wissen, das wir nicht weitertragen sollten, dann sollten wir ihn nicht holen. Das müsst ihr jetzt entscheiden.
Ich denke, es ist nicht unsere Entscheidung, zu entscheiden, was geheimes und gefährliches Wissen ist. Wer dann, wenn nicht ihr? Die ist also, in der Kirche. Ihr schiebt die Verantwortung von euch. Entscheidet euch. Ich bin ein geweihter Raya. Und ihr tragt die Verantwortung für die Gemeinschaft. Ich weiß, welche der Zwölfe dafür verantwortlich ist, diese Entscheidung zu tragen. Welches Wissen an die Öffentlichkeit geraten darf und welches nicht. Ihr drückt natürlich euch voller Verantwortung. Natürlich gebe ich euch absolut recht, dass das Wissen, dass das Kaiserhaus nicht legitim sein könnte, darf nicht an die Öffentlichkeit gehen. Natürlich nicht. Aber das Wissen, dass es gefährliche Leute in der Stadt gibt, die dieser Stadt schaden wollen, das Wissen dürfen wir nicht geheim halten. Auch, dass es hier einen Kultraum gab. Was glaubt ihr denn, wenn wir den Leuten sagen, dass ein Kultraum unter einem Praios-Tempel existiert, deren dasselbe, Reaktion was uns ist, auch der Magister erzählt hat, dass es einen Dämon gibt. Ein Dämon, wie viele Leute schafft. Wissen denn das? Wovon niemand. Redet und deswegen müssen niemand wir es richtig, ihm sagen. Richtig, wenn wir den Leuten erzählen, unter dem Praios-Tempel ist ein Dämonentempel, weißt du, was die uns sagen werden? Kann ja wohl kein Praios-Tempel gewesen sein. Glaubt ihr jetzt wirklich, ich will mich auf offener Straße hinstellen wie ein Stadtschrei und den Massen Nein, erzählen? Nein, aber niemand weiß Schrein das gibt? Doch. Ihr handelt mit Informationen, die sonst niemand hat. Wenn ihr mit Informationen handelt, die sonst niemand hat, dann könnt ihr doch nicht die gleichen Reaktionen erwarten. Dann müssen sie nur uns töten und sie sind wieder komplett geheim und können einfach weitermachen. Ihr müsst euch entscheiden. Ihr müsst euch entscheiden, ob ihr diese Informationen weitergeben wollt oder nicht. Nicht an Hesindegeweihte oder jemand anders. Ihr müsst euch entscheiden. Schiebt es nicht ab, diese Verantwortung. Ja. Ja, meine Entscheidung ist, wir dürfen dies nicht für uns allein behalten. Der Ansicht bin ich auch. Dann holen wir eine Hesindegeweihten. Möge Praios euch beistehen. Genau dafür tun wir es. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe da eine Frage. Wenn wir den Hesindegeweihten holen, wie sehr ist er der Wahrheit verpflichtet? Und was bedeutet gefährliches Wissen? Muss er weitertragen, was er hört, wenn es zum Beispiel zu einer illegitimen Kaiserschaft geführt hat? Oder darf er das verschweigen? Weil Geweihte sind weltlichem Recht nicht unterworfen. Nein, ich meine im Sinne der Hesinde. Darf er sowas verschweigen? Ist das grundsätzlich mit seinem Glauben vereinbar? Ja. Gut. Ja, dann holen wir den alten Mann. Ach, den vielleicht nicht. Habt ihr irgendwie zufällig noch einen anderen Hesindegeweihten gesehen, den ich nicht kenne? Ja, da sind doch noch einige im Tempel. Also, ich würde natürlich ihn gerne um Rat fragen, weil er sehr weise ist. Wir sollten den obersten Geweihten der Hesinde mitnehmen. Er ist ein sehr alter Mann. Nun, und ich denke, dies erfordert seine Expertise. Das mit Sicherheit, ja. Es sei denn, er gibt uns halt jemanden mit, dem er voll und ganz vertraut. Nein, aber ich will niemand anders vertrauen außer ihm. Gut, wir sprechen mit ihm. Zur Not tragen wir ihn. Ja, dann geht voran. Was machen wir mit dem Buch so lange? Ich würde es ungern durch die Stadt tragen. Sollen wir vorher noch nachsehen, was hier sonst noch ist? Ich denke, das können wir dann auch machen, wenn der Hesindegeweihte hier ist. Wenn wir ihn alles einweihen. Gut, dann nehmen wir auf dem Weg am besten noch Lampenöl mit, damit wir hier alles, was brennbar ist, verbrennen können. Eine gute Idee. Dieser Rondra-Geweihte, wie ist er gleich nochmal? Dieser, der sich... Wie nannte er sich noch? Von der Drachenzwinge? Wie auch immer. Sein Name tut nicht zur Sache. Wenn wir uns mit ihm besprechen... Und fragen, was er tun würde. Dann genau das Gegenteil tun.
Ich glaube, der Mann sollte einfach verbrannt werden, so schnell wie möglich. Nun, der kann uns vielleicht auch nur Informationen geben über weitere Mitglieder oder Pläne. Aber habt ihr nicht Iolaos zugehört? Der sagte, man kann nichts trauen, was aus ihren Mündern kommt. Und deswegen sollten wir genau das Gegenteil tun. Also er weiß, dass ihr genau das Gegenteil tun werdet und sagt euch deswegen die Wahrheit. Ja, das ist doch eine hohle Diskussion jetzt. Ihr habt euch entschieden, dann machen wir das jetzt auch. Es kommt für doch zu nichts, wenn wir hier noch 2 Stunden stehen und uns um den gleichen Punkt drehen, wenn ihr eure Meinung eh nicht ändert. Gut. Ich schmeiß das Buch zurück in den Sarkophag und mach mich ans Gehen. Ich folge. Wollen wir uns mit diesem Paladin von Grango unterhalten? Ich warte mal, bis die anderen beiden so weit aus Hörweite sind, dass sie uns nicht mehr hören. Aber mir, wenn dieser Hesinte-Geweihte sich in den Kopf setzt, das Wissen öffentlich zu teilen, warum auch immer, dann müssen wir das dagegen unternehmen. Ihr wisst schon, dass ihr eure Seele dadurch aufs Spiel setzt. Sagt mir bitte, ihr habt eine bessere Alternative, weil ich habe keine. Weil wenn er das öffentlich macht, dann wird uns diese Stadt um die Ohren fliegen und jeder Rest von Organisation und jeder Rest von Zusammenhalt im Mittelreich. Ich brauche es nicht aussprechen, ihr wisst, was ich meine. Ich stimme euch zu in eurer Ausführung, aber... Oder, Option 2, sobald wir wissen, dass er es öffentlich macht, verschwinden wir von hier. Das ist keine Option für mich. Dann sagt mir, glaubt ihr, dass wir das retten? Wir hören uns an, was er sagt. Sonst ist Plan vollkommen unnötig. Ja, wir sollten uns vielleicht trotzdem überlegen. Eine Option, falls ihr sich beschließt, dieses Wissen zu teilen, mit wem auch immer. Dürfen Hesindegeweihte geheimes Wissen untereinander teilen? Das weiß ich nicht. Das weiß ich auch nicht, aber... Wenn das der Fall ist... Er muss einen Heiligen einschwören, dieses Wissen für sich zu behalten. Das finde ich eine gute Option. Aber wir sollten den anderen hinterherlaufen. Wie wär's mit... Sollten wir nicht diesen Paladin aufsuchen? Ja, was wollt ihr von dem? Ich weiß nicht. Ich will ihm erzählen, was wir entdeckt haben. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, dass man... Man kann ihn nämlich trauen, sicherlich. Nein, ich bin ehrlich gesagt in der Stadt des Lichts, wie wurde es ausgedrückt, ungern empfangen. Sitzt er nicht noch unter der... Er sitzt in der Stadt des Lichts. Irgendwo da in einem Seitengebäude hat Jalan ihn doch unterbringen lassen. Achso. Stimmt, da kommen wir nicht so schnell rein. Also seitdem ich mich mit dem alten Mann mit Bart, sagen wir mal, zu einem kleinen Wortgefecht kam, waren die Blicke da weniger freundlich. Vor allem können wir ihn nicht trauen. Wenn überhaupt, müssten wir Jalan bitten, diesen Mann zu befragen, weil wir... Ich habe mich schon gewundert, dass man euch da überhaupt einmal Zugang gewährt hat, aber man wird euch da mit Sicherheit nicht alleine Zugang gewähren. Vor allem jetzt. Und auch nicht mit der Begleitung eines anderen Fahners, wenn ich das mal so sagen darf. Gut. Gehen wir zu dem Hesinde Hochgeweihten. Wappnen wir uns der Schlampe. Bevor Isarun und ich die Sakrale verlassen, möchte ich mich noch einmal unaufmerksam umsehen, ob vielleicht jemand gelauscht hat bei unserem Gespräch. Ja, klassische Sinnschärfeprobe in die Box. Ich sagte dir, erschweren das nicht, aber... Ist die Box da? Weil wir haben da unten geredet, man kann oben alles hören, also es ist eigentlich klischeehaft, wenn da oben jemand sitzt und zuhört. Ja, du kannst auch gerne nochmal hinter den Altar sehen, denn du standest bisher noch nicht dahinter, kannst dich das dessen nochmal versichern und hörst wohl noch ein paar Fetzen, während ihr dann die Treppen nach oben gesprintet seid,
Die anderen haben sich zumindest noch ein bisschen Zeit gelassen und haben dann in diesem Kultraum noch etwas geredet. Und wenn du dann dort ankommst, kannst du eben genau die gleiche Szenerie sehen, wie Rafim sie schon beschrieben hatte. Gibt es da Schleifspuren? Schleifspuren wirst du nicht finden, nein. Okay. Ja, schau dir mal um, ob irgendjemand hinter dem Altar sitzt, hinter der Statue, hinter den Balken, hinter den Trümmern, hinter den Schreinen. Du kannst nochmal einen Blick in den verheerten Garten schauen, der Bios-Garten, der direkt hier in der Mitte ist. Und dann siehst du auch, wie Abelmi und Rafim wieder die Treppe nach oben steigen. Ihr findet niemanden. Gut. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. Das ist auch nur vernünftig. Es war vielleicht nicht das Schlauste, da unten zu reden, wenn man hier oben alles hören kann. Ja, das wussten wir daher noch nicht. Aber ja, ihr habt nicht unrecht. Also gut, gehen wir. Es gibt dann Geweihten zu holen. Ja, so könnt ihr den Weg wieder antreten mit einem kalten Gefühl, wenn ihr aus dem Tempel heraustretet. Es regnet immer noch. Die Straßen sind schlammig, matschig. Die Asche, die in dem Wasser gebunden ist, und schwarze Flüsse, die sich vor euch langziehen, schwarze Pfützen. Vor euch könnt ihr dann die Blutulmen erkennen. Ihr könnt die Treppen wieder nach oben gehen in Richtung des Hersinde-Tempels, und nach einer kurzen Suche werdet ihr dort auf Walner Üzkog treffen. Ah, Hersinde, eure Götter zum Gruß. Schön, dass ihr wieder hier seid. Hey, es gibt etwas, das müssen wir mit euch besprechen, privat, wenn es geht. Ja, selbstverständlich. Gehen wir doch in diesen Nebenraum, ein kleiner Lesesaal. Und da darf man normalerweise nicht sprechen. Ja, soll man ganz in Ruhe seine Bücher lesen, aber wenn er nicht besetzt ist, dann können wir sicherlich, ja, wir haben so Ruhe. Man hört nichts von draußen. Aber die draußen können auch nicht das hören, was wir besprechen. Das ist gut. Sehr gut. Ja, wenn ihr dann in den Raum eintretet, ist dann auch mit Teppich ausgelegt. Ihr könnt auch an den Wänden erkennen, wie da wohl verschiedene Pyramiden angebracht sind. Irgendwas, was die Oberfläche vergrößert. Zumindest Abelmir hat davon gehört in seinen Theorievorlesungen zur Akustik. Betana, er ist natürlich ein gelehrter Mann. Bei Iserun hat man eher auf die Praxis Wert gelegt. Und ja, ihr könnt tatsächlich erkennen, dass dieser Raum schallgeschützt ist. Ein paar Regale, wo man Bücher ablegen kann. Und es ist angenehm warm hier. Die Tür ist wieder zugemacht. Und dann seid ihr allein. Bevor wir besprechen, was wir besprechen wollen, müssen wir euch ein Eid abnehmen, dass alles, was in diesem Raum besprochen wird, diesen Raum zur Not niemals verlässt. Nun, ich bin gerne bereit, euch ein Eid abzulegen. Als Priester der Sünde gibt es natürlich Wissen, das verborgen und das auch verboten ist. Und welches davon nun der Fall ist, das wird anders entscheiden. Die Sünde, die Zeit. Aber ich bin gerne bereit, diesen Eid zu leisten, wenn ihr mögt. Kieras? Wir danken euch dafür. Ja, in der Tat, wir sind auf etwas gestoßen, auf Wissen, auf ein Relikt, das sowohl verboten als auch vergessen war. Und vielleicht auch so gehört. Dennoch sind wir zu euch gekommen, um euch um Rat zu bitten. Wir haben etwas gefunden, das noch aus der Zeit der Priesterkaiser stammt. Priesterkaiser? Oh, ihr kennt ihren Namen? Oh, jeder von ihnen hat Attribute, die schwierig sind. Ich wundere mich, wo ist denn Freund Jalan? Das ist doch gerade sein Metier. Das müsste er wissen. Ach, er ist leider in der Stadt des Lichts. Ist etwas Wichtiges für ihn dazwischen gekommen. Wir hätten seine Expertise dringend gebraucht, aber nun, was wir gefunden haben, war zutiefst beunruhigend. Und es
deutet darauf hin, dass die Priesterkaiser nicht das waren, was man denkt, dass sie waren, sondern dass sie eventuell Paktierer waren. Hat das was mit den Nachforschungen zu tun, die Answin von Werheim in Auftrag gegeben hat? Und ganz genau. Er hatte doch neulich erst dieses Schriftstück von dieser Heliodane. Richtig. Eine sie Vertraute von dem Priesterkaiser Noralek und auch dem Selemiten. Wie hieß er doch gleich? Preyaslob. Danke, Isarun. Mein adetisches Gedächtnis verlässt mich in letzter Zeit immer wieder. Was wisst du über den Namenlosen? Ein Erzdämon. Oft wird fälschlicherweise alles Böse ihm zugeordnet, beispielsweise auch die Tage am Ende des Jahres. Also nicht all das, was böse ist, ist tatsächlich eben auch ohne Namen. Wollt ihr tatsächlich wissen über das Böse oder über den Erzdämon selber? Wir wollen keine Informationen über ihn. Wir haben Beweise gefunden über sein Wirken. Beziehungsweise Leute, die ihn anbeteten. Zum Beispiel Heliane von Streitzig. Heliodane von Streitzig. Immer wieder behauptet, dass gerade die Geweihten oft versucht werden von den Erzdämonen. Gerade ihre Seele ist es, die oft geprüft wird und muss tatsächlich, da dieses Gespräch sowieso unter uns bleibt, ich muss tatsächlich auch gestehen, dass ich auch das ein oder andere Mal schon verführt worden bin und standhaft geblieben bin. Aber auch ihr, Keras, ich bin darüber informiert worden, dass ihr frisch eine späte Weihe erhalten habt auf einem zweiten Bildungsweg. Ich muss euch tatsächlich sagen, dass auch ihr im Verlauf eures Lebens, so es denn andauern mag, dass wir denn hoffen, ihr versucht werdet. Doch ihr werdet standhaft bleiben müssen. Nur weil ihr eine Ordination bekommen habt, heißt das aber auch nicht, dass all die anderen hier in dieser Runde nicht versucht werden können. Ist tatsächlich jedem offen, dass er Stimmen, Visionen oder Flüstern hört. Aber dafür schicken wir die Kinder ja in die Preyaustalk-Schule, damit sie aufpassen. Und gelehrig das Wissen aus den Fingern der Lehrer saugen. Das ist wichtig, wenn man zuhört. Das ist es in der Tat. Nun ist es nur so, dass vieles dessen, was wir an Geschichten gehört haben in den letzten Tagen, nun in Frage gestellt wurde. Vor allem das, was die Priesterkaiser betrifft und was die acht Heiligen betrifft. Heliodane von Streitzig, ich weiß, dass sie wohl von 326 bis wohl 409 lebte. Danach verlor sich ihre Spur. Es wird behauptet, dass sie danach gestorben ist. Sie war ähnlich wie ihr Vertrauter, der Preyaslob von Selem, erleuchtete und geheime Tempelmeisterin des Ordens der göttlichen Kraft. Was wisst ihr denn über den Orden der göttlichen Kraft? Ich weiß, dass er der Vorgänger der heutigen Inquisition ist. Nicht nur, ein Teilarm. Sowohl die Preyaskirche, wie wir sie heute kennen, als auch die Inquisition, als auch die Sonnenlegion. All diese drei Teile waren inkludiert in den Orden der göttlichen Kraft. Und danach wurde ihre Macht aufgespalten nach den Verfehlungen des Erntefestmassakers, der zahlreichen Hinrichtungen und bis dann Rohal selbst eingriff und als Kaiser die Boten entmachtete und sie dann auf eine Insel schickte, die kurz vor Maraskan liegt.